Gustavo Gusto in Geretsried. Das Startup-Unternehmen rollt den deutschen Tiefkühlpizzamarkt auf. Handgemacht wie beim Pizzabäcker um die Ecke und genauso groß. Das ist das Erfolgsgeheimnis. Doch das gefährdet jetzt die Ernährungsministerin. Naja, es ist eine richtige Pizzeria-Größe. Und die hat nun mal 30 oder mindestens 30 Zentimeter. Und das hat unsere Pizza und insofern hat es uns schon geärgert. Julia Klöckner will die Tiefkühlpizza schrumpfen. Ganz nach dem Motto, kleine Pizza, kleiner Bauch. Die Fangemeinde von Gustavo Gusto reagiert im Internet mit einem Shitstorm. Vom Hilferuf über Empörung bis was geht in diesem Kopf vor, sind die Kommentare. Zwar soll es vorerst kein Gesetz geben, aber eine Grundsatzvereinbarung. Und die soll schon im nächsten Jahr gelten. Doch für die Pizzabäcker aus Geretsried ist die Frage nicht die Größe, sondern vielmehr, was drin ist. Die Pizza ist mit Sicherheit nicht das allergesündeste Produkt. Also da muss man gar nichts beschönigen. Der Teig, der aus Weizen besteht, ist wahrscheinlich mit das Schlechteste. Der ist bei uns, weil italienisch, sehr dünn. Wir fügen keinen Zucker hinzu, keine Zusatzstoffe. Also ich glaube, es ist durchaus vertretbar, eine Pizza zu essen. Verbraucher bevormunden ist der falsche Weg, finden die Geretsrieder. Stattdessen braucht es Aufklärung, vor allem auch, was auf der Pizza drauf ist. Wir nehmen keine Dosenchampignons zum Beispiel her. Wir schneiden sie frisch hier bei uns im Werk und kaufen sie von der Bayerischen Pilzbörse. Wir verwenden nachhaltigen Thunfisch, also handgeangelten Thunfisch. Wir achten darauf, dass die Fleischwaren aus einer artgerechten Tierhaltung stammen. Regional und nachhaltig. Klar, das kostet paar Cent mehr, doch dem Verbraucher scheint es das wert zu sein. Rund 70.000 Pizzen pro Tag sprechen für sich. Bald sollen es schon 100.000 sein. Und die Pizzabäcker aus Geretsried schicken eine Botschaft an die Ministerin. Wir sind schon der Meinung, dass man an dem Ernährungsbewusstsein der Bevölkerung schon arbeiten muss. Und insofern finde ich es gut, dass sie aktiv wird oder versucht, aktiv zu werden. Allerdings vielleicht einen ganzheitlicheren Ansatz und nicht jetzt punktuell in blinden Aktionismus. Für die Geretsrieder bleiben 32 cm Pizzadurchmesser das Maß aller Dinge. Und nach neuesten Meldungen ist die Schrumpfpizza auch bei der Politik schon wieder vom Tisch.